So, Freunde, hier bin ich wieder. Ich bin jetzt hier in der Stadt bei den Sheriff mal reingegangen und habe mir diesen Steckbrief rausgeholt. Da wird eine Person gesucht für $100 Belohnung. Lindsay Wofford, tot oder lebendig. So, dann haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Gut. You going after Lindsay Waffle? I might be. Or I might just want to hang his poster up on my wall. Yeah, they're a bad lot, the Lamone Raiders. Stupid fellas won't leave good enough alone. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. One of these days, the government's gonna get sick of all of us. Don't tell them I said that. Okay, ich guck da mal, ob ich die Person wow finden kann und wenn ja, ob ich die Leben finden kann. Okay then, girl. Also hierher bringen kann, meine ich. So. Look out. Hoppala, Morning, Vorlegung. Good afternoon. Please be careful. Pardon. Das war mein Pferd. Lass mal gucken. Karte. Wo ist denn diese Person? Haben wir die? Hier oben? Ganz oben? Wirklich? Donnerwetter. Lindsay Wofford. Das ist aber ein ziemlich weiter Weg. Alter, guckt euch das mal an, wie weit das weg ist. Okay, Halleluja, ist das weit weg. Na gut. Wir reiten da gleich mal so schnell wie möglich hin. Es sei denn, irgendwas anderes kommt uns wieder im Weg. So, hier ist die Hauptstraße, sag ich mal, hier können wir etwas schneller reiten. Haha. Vorsicht. Nein, ich will mich jetzt nicht um andere kümmern. Ich will jetzt hier. Vorsicht. Dann einmal Achtung, junge Dame. Hier gibt es einen Friseur, aber da will ich jetzt nicht hin. Ja, Leute, bleibt doch nicht hier auf der Kreuzung stehen. Ja, ist ja gut. So. Dann selber feil, mach mal deinen Namen hier alle Ehre und düst mal durch die Gegend hier. Ach ja, nachdem ich letztes Mal den anderen da bei der Eisenbahn auch nicht so bekommen habe, wie ich das eigentlich vorgestellt hatte, machen wir hier mal uns um den anderen hier zu kümmern. Denn da gibt es auf jeden Fall eine Belohnung. Egal ob tot oder lebendig, natürlich versuchen wir lebendig zu fangen. Haha. Radadum, radadum, radadum. Ja, ist gut. Hier ist auch wieder so eine. Ein. Ja, beruhig dich. Boah. Die Straße können wir auch besser ausbauen. Haha. Moment, was ist das da hinten? Hey, wo rennst du hin? Oh, Krokodil, weg hier, weg hier. Da war dann doch ein Krokodil eben rechte Seite. Hab ich gesehen. Ja. Ich reite eigentlich nicht so gern hier mitten durch den Sumpf, aber naja. Wenn das der kürzeste Weg ist.
Ein wenig Nebel haben wir hier auch. Wir kreuzen eine Bahn. Aber zum Glück kam hier gerade keine. Kein Zug. Ja, ist gut. Was war denn da für ein böses Tier? Ist gut. Silberpfeil. Ja, ist gut. Beruhig dich. Hier gibt es immer noch ein Kopfgeld. Aber solange uns hier keiner verfolgt, ist alles okay. Die 15 Dollar, die kann man ja dann bezahlen von dem, was wir hier an Belohnung bekommen. Warte mal, wir reiten mal kurz hier runter. Hallo Cowboy. Ja, guten Morgen. Easy, easy. Okay, ich hole mal mein Lasso raus. Frag dich nur, wo der sich aufhält. Vielleicht da in der Hütte? Oder was das da sein soll? So, ich stelle dich mal kurz hier ab, ja? Nicht, dass er dich noch irgendwie umbringt oder sowas. Okay. Vielleicht versteckt er sich da in dieser... Ja, diesen kleinen Turm oder so. Untersuche das Fort. Was hatte ich eigentlich auch vor? Ist er denn überhaupt alleine hier, wenn überhaupt oder mit mehrere? Hallo? Nein, da ist zu. Kann man hier durchquetschen? Nee, geht nicht. Na, dann gehen wir halt eben hier durch. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest, or the other thing, if it comes to it. A federal warrant? Oh, noch einer. Und die haben da oben so eine. Okay. Gut. Ihr wollt das nicht anders. So, einen haben wir schon mal. Der lebt ja noch. Leg so dich wieder hin, Mensch. Und du legst dich auch hin. So, wie viele Leute hat er denn hier, hä? Du legst dich, hallo, was ist denn mit euch los hier? Und der legt sich auch nieder, aber er will noch mal wissen. Nein, jetzt doch umgekippt. Eieieiei.
Haben wir zufällig noch eine andere Waffe? Nein, da oben leider nicht. Okay, wir haben Messer. Und wir haben einmal Dynamit. Naja. Dynamit einmal. Ja, ist ja gut, Leute. Ist doch, beruhigt euch. So. Wann geht das Ding hoch? Ich weiß es nicht. Wie viel Zeit wir haben. Hoppala. Ich war doch schon dahinter. Aber das Ding haut dann so rein, ey. Okay. Untersuche das Fort. Komm wieder. Warte mal, Pferd, komm mal her. Du hast auch noch ganz andere Sachen da. Ich könnte die Waffe nehmen, ja. Warte mal. Da habe ich zwar jeweils nur zwei Kugeln, aber nehme ich das Gewehr hier. So. Okay. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest. Or the other thing, if it comes to it. A federal warrant? No, no, no. That don't mean much in a sovereign territory, mister. Someone take the big gun! I don't know who this no account bounty is, but he's gonna know the Raiders. So. Ihr wollt es ja nicht anders, ne? So, leg dich hin, Mann. Du sollst dich hinlegen. Hallo. Da haben wir dann wohl doch an ins Gesicht geschossen. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Wie viele Leute sind denn da? Dachte, damit geht's besser. Nee, aber dann könnte ich von beiden Seiten kommen. Ja, okay. Versuch Nummer 3. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest. Dann gehen wir mal. Oh! Ja! Alter, das gibt's doch gar nicht. Oder doch? Sind gleich zwei von denen hier in der Ecke. Alter, das gibt's nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Du bist so wieder einmal getroffen, zack, bist du gleich wieder weg, ey. Du bist ja nirgendwo sicher, nicht mal in der Hütte da. Wow. Alter, ich glaub das nicht, ey. Noch dichter dran. Das ist doch nicht wahr, ey. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus hier. So. The other thing, if it comes to it. A federal warrant? No, no, no. That don't mean much in a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys. Bin mal gespannt, was sie jetzt hier zu sagen haben. Ey, du Fettsack!
So. Ja, beruhig dich, Silberpfeil. Ich habe alles unter Kontrolle, glaube ich. Jetzt regnet es auch noch. Leg dich hin, Mann. Du auch. Okay, wenn da drei auf einmal ballern, ist auch nicht so schön. Da müssen wir dann wieder mal in Deckung gehen. Na, wo seid ihr denn? Ach Leute, müsst ihr denn immer ballern, ey? Kann ich nicht mal ein... Ja. Wer ist denn noch da, hä? Wer hat denn da noch keine Kugel von mir eingefangen bekommen? Du bist das. Warst du der Letzte? Ich hoffe es mal. Jetzt habe ich da ein Dokument bekommen oder was? Warte mal, Dokument bekommen. Haben wir ein Dokument? Na, ich hätte auch die Tafel einfach mal durchsuchen können. Warte mal. Brief der Räuber, eine Tweet über die an. Aha. Lieber William, ist das lang? Nö, es geht. Ich will dir nur kurz hier aus Kansas mitteilen, dass unsere Angriffe auf die Seahawker in Lawrence erfolgreich waren. Seit wir zu diesen Feldzug aufgebrochen sind. Aber da gab es etliche Tage, an denen ich zweifelte, ob es wirklich einen Gott gäbe, der uns lieb. Aber heute habe ich wieder einen Funken Hoffnung. Man nennt uns Lemoin Räuber. Aber das hält uns nicht von unserem Kampf für einen freien Staat ab. Gegen die Einmischung von Nordstaat. So. Ich hoffe, du wirst auch weiterhin noch mehr junge Männer für unsere gute Sache hier in Lemoyne rekrutieren. Wir werden durch die Reihen der Unterdrücker galoppieren und sie niederstrecken. Die Geschichte ist noch nicht beendet. Und wir werden sie umschreiben. Am finstersten
Finsteren ist es immer kurz bevor die Sonne wieder aufgeht. Mit freundlichen Grüßen, William Marcus Anderson. Okay. Und hier ist wieder eine Karte. Fauna diesmal. Ein Panther haben wir gefunden. Okay. So, dann nehme ich das mal. Lass mich mal hier hoch. So. Ach, hey. Was hat er? Hallo? Okay. Kam noch mal drei. $1,40. Was zu saufen. Komm mal her. So. Plündern. Okay, wenn andere Sachen im Wege sind, dann geht es nicht. So, dann kommt er hier dran. Eine silberne Taschenuhr. Aufheben. Okay. Sonst noch was hier? Nein. Da ist aber Dingens, eine Leiter. So, der merkt er sowieso nichts mehr. Plündern. Dann plündere ich den ja mal. Ein Ring. Ein Ring, der stinkt. Nö, hier ist sonst nichts. Dann komm mal her. Oh. So. Ich leg dich mal kurz hier ab, ja? So. Denn hier will noch einer geplündert werden. Noch ein Ring. Ja, yeah, ich bin der Herr der Ringe. Revolvermunition. Und was hast du?
Dreimal Revolver Munition. Und der hier noch. Ein angebrochenes Gesöff hier. Naja. Gut. Da ist eine Leiter. Solle. Hier oben ist Nixel. Auf der kleinen Kiste auch nicht, nein. So, dann kommst du auch noch mal dran. Der hat ja gar keinen Kopf mehr. Halleluja, Mensch. So, Achtung, ab. Boah, Knöchel verstaucht. So. Dann komm mal her, alter Mann. Hätte es auch friedlicher haben können, aber... Gut, wer nicht will. So. Silberpfeil. Komm mal her. Ups, Baum im Wege. Ich hab eher was im Hals. Wartet doch, ey. Hau doch nicht wieder ab. Komm her. Du sollst herkommen. Sonst mache ich Fehlwurst aus dir. So. Ja. Okay, my girl. Dann liefern wir den ab. Und wenn wir den abgeliefert haben, mache ich auch wieder eine Folgenpause, liebe Leute. So. Radadabum, radadabum. Halleluja, was ist denn mit dem los? Die wollen nicht, dass ich ihren Boss abliefer. Aber ich kann das sowieso nicht mehr damit. Was ist denn los hier? Lass! Hallo. Moment. Der will es einfach nicht anders und dann ist da noch einer. Jetzt. Lasst mich doch meine Arbeit hier machen, ja? So, die will ich jetzt nicht durchsuchen. Waffe wegflecken. Ja, diese Truthähne. So. Und denkst du, da kannst du mal in Ruhe nach dem Pferd wieder reiten und so, deine Belohnung abholen, aber nein. Komm doch mal ein paar Arsgeier da an, wollen nicht abknallen. Was wollen sie überhaupt mit ihren toten Chef anfangen, sag mal, ne? Ihren Anführer hier. Keine Ahnung. Ja, Warte. Ah, der fliegt weg, der schade. Moment. Nee, da haben wir nur mein Lasso. Zack.
Moment. Aufheben. So. Kanada-Reihe. Kann ich den auch noch verstauen? Den hänge ich dann hier so dran, ne? Ja. So. Okay, girl. Da haben wir sogar Rinder, wow. Wenn ich davon eins mal abmuxen würde, bringt mir die halt auch einiges an Geld. Haha. Darf aber nur keiner sehen. Mit Sicherheit. 7000 Rinder machen Kinder, Kinder. Ach ja. Den auch umrühren können, aber ich glaube, das wäre nicht gut angekommen bei den Leuten. Ha. Leute, Vorsicht, ich komme. So. Hier einmal rum. Vorsicht, junge Frau. Ich will sie nicht umreiten. So. Okay, hier steht hier der Wagen davor, aber egal. Da bin ich wieder. So, mache ich mein Pferd hier fest. Nehme ich den alten Mann hier runter. So. Sheriff, ich habe ein Paket für Sie. Guck mal. Hallo, dreh dich um. Soll ich noch hier reinkommen extra? Guck mal. So much for them boys being the care of the South. Drop that raider in the cart out back. Come around for your bounty. Ein Karl. Okay, gehen wir einmal hier raus. Hier ist ein Oller Karren. So. Nein. Ach da. Na dann. Leg dich mal dahin. So. La 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 la. So, Sheriff. Dann gib mal meine Ballon her. Okay. $100. Dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Wenn du mal wieder was hast, dann komme ich wieder. So. Wir gucken mal. Nein, im Moment ist da nichts dran für mich. Vielleicht in ein paar Tagen. Hallo, Black Duty. Ja, ja, ja.
So, wo ist denn der nächste Laden hier? Warte mal, wo kann ich denn noch mein... Schlachter war hier, ne? Ja. Da ist ein Schlachter. So, dann werde ich da mal eben noch meinen Vogel abliefern. Das ist ja nicht so weit. Vorsicht, junge Frau. Nein, ich habe keinen Gabeln gesehen. Vorsicht! Und später dann gehen wir hier mal ins Theater, falls hier ein anderer Film läuft als in der anderen Stadt, da in Valentine. So. Anhalten. Hallo, Mr. Schlachter, Schlachtertypi. What's it to be? Dann guck ich mal auf die Seite hier. So. Verkaufen. Ich habe. Da ist mein Truthahn. 1,95 $, naja. Alles andere behalte ich noch. So. Okay. So, wo können wir denn hin? Uns ausruhen, keine Ahnung. Liebe. Wo ruhen wir uns denn aus? Ich weiß es nicht. Hey dude. Neoma. Alright. Hello. Ja. Upsala, da kommt die Bahn vor sich. Ja, ich mach ja komplett. Und so. Klack, 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 klack. Ha, keine Ahnung. Wo machen wir denn hier eine Pause? Warte mal. Was haben wir denn da oben nochmal? Den Trapper, nein. Saloon. Dann gehen wir da hin und machen da uns ausruhen im Saloon. Denn hier einfach so mitten auf der Straße will ich jetzt auch nicht aufhören. Haha. Nein, ich will dir jetzt nichts zeigen. Ist das hier ein Saloon? Oder so ähnlich? Wo kann ich dich denn festmachen, liebes Pferd? Hier ist nichts zum Festmachen. Ha. Tja, hier ist nichts zum Festmachen. Hier ist nichts zum Festmachen. Merkwürdig. Naja, gut. Dann weiß ich auch nicht.
So, dann bleibt mal hier, liebe Pferd. Und ich gehe mal hier rein. Nein, da ist zu. Moment. Taverne, hier wollte ich doch rein. Hallo? Jo. Hallo Leute. Ja. Nee, danke, dann nicht. Gut, liebe Freunde, mit dieser tollen Musik und so verabschiede ich mich für heute. Ich kann mich hier leider nicht hinsetzen, ne? Wird mir nichts angezeigt. Gut. Wir gucken mal da auf die Uhr. Es ist da jetzt 0 Uhr. Wow, die geht aber schnell. 15. Dann gehe ich immer auf Speichern. Und sage danke fürs dabei sein. Und dann bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut und bye bye.